17 Uhr. Hier ist der österreichische Rundfunk. Die Nachrichten. Nach Moskauer Krisengipfeltreffen neue Appelle zur Ruhe und Einheit in Polen. Staatliche Gewerkschaften lösen sich auf. Wieder Schneechaos in Österreich. Besonders betroffen diesmal die Steiermark, Linz und der Arlberg. Personenzug in Oponitz von Lawine verschüttet. Keine Opfer. Ab kommendem Jahr Krankenversicherung auf. Ist mir wurscht. Muss ich eine rauchen. So. Na, Feuerzeug da. Mein Gott, alles muss er verstecken. So. Wer kann das sein? Ja, verehrter Herr Sohn, bitte sehr. Oh, entschuldige. Ich hab ja persönlich nicht gehört. Grüß dich, wie geht's dir denn, Papa? Oh, danke schön. Hast gehört, was mit uns für ein ungeheuerliches schlechtes Wetter ist in Linz und so weiter? Es ist eine Katastrophe, sag ich dir. Ernsthaft? Oh, gestern, liebe Mama. Bitte, ich bring dieses Grafelwerk mit, was jawohl, das mache ich sofort. Ja, ich glaube, bevor jetzt ruft mich ein Freund an. Ja? Seine Frau ist mit den Kindern Skilaufen gefahren. Ja. Bei Oponitz im Zug eine Mars-Schneelawine. Ja, der ganze Zug ist verschüttet. Na, ist was passiert? Also ein Wunder ist da geschehen. Kein Menschenleben, keine Opfer unter dem. Keine Opfer, nein, das ist doch die Hauptsache. Was ist das? Aber ist das Grafelwerk? Bringt dieses schöne Reisig herein, die Hilla hat heute unter den schlechten Tag erzählt, das ist ein Grafelwerk. Du, was im Radio haben sie aber gesagt, keine Opfer, gell? Also deiner Bekannten ist nichts passiert. Nein, keine Opfer haben sie ein gesagt. Ein Wunder ist. Servus, mein Schatz. Schaut dir das an, das ist wunderbare Tannenreis. Also was ist es? Mistzeug oder Tannenreis? Es macht doch so viel Staub und Dreck. Bitte sehr. Nein, bitte, das ist doch also wirklich. Und was wird das? Was soll das werden? Ja, da macht die Hilla macht daraus einen Adventkranz. Du machst einen. Moment. Zuerst muss ich das jetzt ins Backrohr geben. Aha. Was hast du gesagt? Du machst einen Adventkranz daraus. Da hast du dich aber sehr getäuscht, mein liebes Kind. Ich habe keinen Adventkranz wollen, du wolltest einen. Und jetzt wirst du ihn machen oder es gibt keinen. Na, dann weiß ich, da wird ihn der Ernst machen, weil ich will ihn machen. Der Ernst wird ihn machen. Das ist jetzt ein neues Fable von dir. Do it yourself. Ja, das ist warum habt ihr euch einen fertigen gekauft? Das ist also wirklich, wenn ich einen bekommen hätte, hätte ich ihn gekauft. Ach so, ist alles ausvergessen. Naja, ist jetzt auch spät dran. Also du wirst den bauen da, diesen... Ja. Naja, also wir. Lass euch jetzt allein, ihr werdet schön anfangen. Ihr seid ja zwei so wahnsinnig geschickte Burschen, gell? Ja, das ist schön, Adventskranz. Das schneidet ins tiefste Fleisch. Mir liegt doch an einem solchen Adventkranz überhaupt nichts. Aber die Hilla hängt an diesen alten Sachen. Also lass bitte, doch, du, wir werden das noch treffen, das ist doch lächerlich. Ja. Ich meine, es ist ganz klar, den müssen wir flechten. Ja, flechten müssen wir. Aber zuerst brauchen wir ein Gerüst sozusagen. Na, Gerüst, woher soll ich ein Gerüst besorgen? Ja, so nicht gleich, was du denkst. Nicht fürs AKH, Gerüst, aber für einen Kranz, nicht? Ein Kranz. Also einen starken, massiven Draht, den wir zu einem Kreis biegen. Und die beiden Enden werden wir dann zusammendrehen, winden werden wir. Du, das glaube ich, werde ich mit den Fingern gar nicht kennen. Also. Gott, wenn du nicht mit den Fingern, mit einer Zange musst du die drehen. Mit einer Zange, so eine Beißzange. Nicht Beißzange, du machst mich unglücklich. Beißzange, wie der Name schon sagt, beißt den Draht durch, wenn du ihn abzwicken willst. Aber das ist nichts, er soll ja nicht abgezwickt werden, er soll gedreht werden, damit es ein geschlossener Kreis ist, also eine Flachzange. Aber wir brauchen einen Draht, wir brauchen eine Zange. Ja, wir brauchen nicht mehr. Ja? Wir sind fein heraus. Wieso? Woher soll die Hilla in unserer Wohnung nehmen ein Draht und Zangen? Das haben wir doch gar nicht. Hab sie nicht? Aber bist du sicher? Pass auf, das ist doch ganz einfach. Ja. Wenn sie wiederkommt, werden wir sagen, bitte sehr, selbstverständlich, ich bin Kranz, das machen wir. Ja. Wir brauchen nur Draht.
Traum, wird sie nicht haben. Ja, ja. Aber selbst wenn sie einen hat, ja, weil sie, ja, und dann eine Zange, ja, ohne die Zange. Vor allem eine Flachzange. Eine Flachzange ist kann möglich. Sie nicht, ja, haben. Und noch etwas, also das ist das letzte Sicherheitsnetz sozusagen. Ja. Dieser feste Draht allein der genügt dir nicht, weil das bleibt dir nicht halten, das sogenannte Graffelwerk auf der, ja, Draht. Du brauchst diesen ganz feinen, diesen Blumendraht, damit du das umwickeln kannst. Sonst noch besser, das noch besser. Also und den wird sie also wohl kaum. Kann sie nicht haben. Na ja, so. Gut, das ist aus dem Wasser. Also theoretisch ist der Kranz eigentlich bereits geflochten. Nur grau, teurer Vater, ist alle Theorie durch na, grün des Lebens. Wie alt seid ihr denn schon? Goldner Baum. Der Kranz ist, ja, an sich ist der Kranz fertig. So. Nur natürlich, ja, brauchen wir dazu gewisse, wie soll ich es nennen, Ingredienzien. Aber gell, okay, ja, ja, zum Beispiel... Ich hätte Werkzeug gesagt, aber bitte. Zum Beispiel, ja, zum Beispiel ein Draht. Ja, ein Draht braucht man. Ein Draht brauchst du? Hast du einen kompakten, einen festen? Aber selbstverständlich. Wie geht das, ja, ich habe festen Draht, ich habe mittleren Draht, ich habe dünnen Draht. Oh, ja, diesen ganz feinen Blumendraht hast auch, du? Natürlich. Wieso die hast du das? Ja, ich hab das. Draht allein ist schön, ja, aber nicht abendfüllend. Ich brauche noch was. Ich brauche dazu eine Rohrzange, eine flache Rohrzange. Ja, ja. Flache? Also ich habe eine Flachzange und habe eine Rohrzange. Eine, ja, flache Rohrzange, weiß ich nicht, ob es die gibt. Du hast eine Flachzange? Mein Schatz, ich habe vier Zangen. Ihr könnt euch aussuchen, was ihr braucht. Das ist fein. Du mal Mechanikerin? Nein, aber das gehört ja zum guten Haushalt. Wenn du, was glaubst du, wie oft irgendetwas bitte kaputt geht? Weißt, ja? Wo ist das? Wo ist das? Geh schön ins Wohnzimmer, mach die Kommode auf. Da liegt unten rechts, aber ganz hinten rechts, liegt ein Karton. Den machst du auf und da ist das ganze Werkzeug drin. Das schau dich an. Jetzt aber geh nicht raus. Leer, ich bin nimm raus, das, ja, mit, lass es nicht fallen, stolper nicht. Ja, gell? Ja, wir haben keinen Diener, musst uns helfen. Ja, ja. Ja. Ich bin nicht sicher, ob ich es finden werde. Naja, bemühe dich. Dann bemühe dich. Wer sucht, der findet. Was sagst du zu deinem Vater? Was soll ich sagen? Ich weiß nicht, wie lange wir jetzt verheiratet sind. Nie gab es einen Adventkranz. Heute muss wegen des Brauches, es ist so der Brauch, ja, muss ein Adventkranz. Ist das nicht rührend? Das ist immer noch herrlich, wie du den Genitiv verwendest, wegen des Brauches. Aber du, wenn ich mich recht erinnere, ist das gar nicht so einmalig. Wir haben schon früher auch einmal einen Adventkranz gehabt. Haben wir? Ja. Wie sicher? Du, ich will nicht sentimental sein, das, ja, hat auch gar nichts mit religiösen Dingen allein, ja, zu tun. Ja, natürlich, aber haben wir einen gehabt. Ja, das ist ein bisschen länger her schon. Ja, sicher. Und ich kann mich erinnern, wir haben Weihnachtslieder gesungen, mhm, und du hast mir, wie ich noch ganz klein war, hast du, ich erinnere mich an das. No, hast sing du mir, so, mir vor. Nein, singen kann ich nicht mehr. Ich habe schon längst mutiert. Bitte, wie ging's? Das ist so. Wie ging's? Ich weiß nur mehr den Text. Das heißt Kerzen, hoffentlich. Die Sache mit den Kerzen war das. Advent, ein Kerzlein brennt. Ja. Bald sind es zwei, jetzt hat's den Rhythmus. Bald zwei, bald drei, bald vier. Dann steht das Christkind vor der Tür. Du, das ist lieb, dass du das noch weißt. Ich weiß, es ist schlimm, weißt, sehr schlimm. Nein, du bist die Einzige, die lacht drüber. Das, eigentlich ist es ganz gut, wenn er mal versteckt, weißt du? Naja, aber dann freut ist man ja sich doch dann so ungeheuer, wenn er wieder geht. Ja, ja, eben. So wie wenn man enge Schuhe hat und dann endlich einmal weiter. Ja. Wie geht's dir denn? Gut, wie geht's dir? Du bist so fleißig. Ich freue mich so, dass ich dich habe. Du, weißt du, mir geht's ganz gut, aber ich bin so aufgeregt wegen meinem Kuchen, dass es so blöd ist. Ich komme jetzt und ich werde dir helfen. Hörst du mir? Natürlich. Wie schön, woher hast du das? Am Stephansplatz ist ein Stand und so was Schönes, weil ich habe nicht daran vorbeigehen können. Wunderschön, danke dir vielmals. Du, was sagst du zu dem Wetter?
Na, jetzt kommt auch noch sein furchtbarer Sturm. Und Katastrophen im Radio, ganz scheußlich. Von den Dächern kommt alles runter. Ja, ja. Ich sag dir, ganz Wien ist ja, ein ja. Gas. Ich bin überhaupt nicht gestern, für Winter. Gestern 5 Grad unter Null, jetzt 5 Grad. Das ist ein derartiges Kopfweh. Du hast auch so Kopfweh. Ich bin aufgewacht mit den fürchterlichsten Kopfschmerzen. Zieh dich auf. Ja, danke. Ja, Susi, ich habe überhaupt nicht umgezogen. Ich habe vollkommen vergessen. Ich habe gearbeitet bis in die letzte Sekunde. Das macht nichts. Wenn ich dich kenne, bist du bestimmt schick. Entschuldige. Ich war noch auf der Hauptpost. Das ist ganz schlimm, darum habe ich dich ja angerufen. Ja, natürlich. Warum warst du noch auf der... Naja, ich habe diese Niederösterreich-Illustrationen abgenommen. Na und? Und? Naja, Gott, ich bin mit allem fertig geworden. Aber du weißt, ich habe doch alles gemacht für das Buch. Sie haben auch geschrieben, ja. Alles in Ordnung. Ja. Auf einmal, es ist zu abstrakt. Jetzt habe ich das Ganze wieder umgearbeitet. Die hätten sich wirklich einen Fotografen nennen können. Ja, sag, und für selbe Geld muss man das machen? Also das ist selbstverständlich. Du, ist der Ernstl schon da? Der Ernstl ist da in der Küche. Mal schauen, wie meine Autoschlüssel da wirklich hineingegeben hat. Ja, ja, Gott sei Dank. Ernstin? Elfi, Herz, grüß dich Gott. Ja. Wie geht's dir so? Oh, bist du so gehetzt? Ach, die sehe ich überhaupt nicht. Naja, es geht, aber jetzt habe ich dich. Da hast du es auch. Schön, schau. Schön, ja? Ist der Krems, ja, ist er drin? Wer bitte? Na, der Krems. Ah, ja, du bist die Granny. Die Kinder haben gesagt, sie sagen zu euch Krems und Krems und nicht mehr Opa und Oma. Ja. Also ich finde sie auch richtig. Schau dir das an, doch keine Oma. Nein. Und der Franz ist auch kein Opa. Also ich gehe zum Krems. Danke, nimmst du es nicht, gell? Ah. Danke schön. Servus, Krems. Ja, servus, Elfi. Du, bitte, ich sag du nicht auch Krems. Mir genügt das schon, wenn das deine lieben Kinder zu mir sagen. Aber ja, und jetzt hat mich schon einer gefragt, ob du aus Krems bist. Ja. Ich kenn schon die alten Spaß. Komm, schau, hör mal. Na, ist das nicht nett? Schön. Von wo hast du die? Du, die habe ich jetzt da wieder gefunden, wie ich da herumkrame. Hm. Weißt du auch, was das ist? Du bist doch musikalisch. Hm. Ja, natürlich, Ave Maria Bach Gounod. Ave Maria Bach Gounod. Schön. Naja. Also mir wäre ja der Schubert lieber. Naja, bitte, Schubert wäre der lieber. Schauen, was ich da habe. Ne? Was ist das? Was ist das? Das ist ein Biedermeier Kratzhand. Das ist doch wunderschön. Ja. Damit hat man sich früher so am Rücken gekratzt. Ja, gut, na, jetzt das hebt das auf. Man sagt, das DDT hilft eh nichts mehr. Du, das ist also besonders. Weil ihr immer sagt, ich bin so batschig. Bitte, das habe ich selbst angefertigt. Als Bub. Schönes Schwein. Ja. Wieso Schwein? Das ist doch ein Reh. Also Moment, nein. Wo ist das ein Reh? Das sehe ich eigentlich jetzt nicht ganz. Du siehst nicht, dass das ein Reh... Nein, das ist vielleicht heute ist falsch. Also so. Es schaut eher aus wie das Kind von einer Maus und einem Steinbock. Ja, bitte. Nein, ich weiß jetzt, das ist ein Hirsch. Sein Hirsch, er hat nur leider irgendwo sein... Geweih verloren. Naja, Hirsche stoßen ja das Geweih ab. Aber wie ich dich kenne, wird das eine Katze sein, wahrscheinlich. Bitte diese Anspielungen, vielleicht in früheren Jahrzehnten, aber jetzt... Wann hast du das gemacht? Wie alt warst du? Du, da war ich 7 Jahre alt oder so irgendwas. Du, Elfi, bitte, du bist doch so geschickt. Ja. Also ich soll einen Draht suchen und ich soll eine Zange suchen, ich finde aber nichts. Also such du einmal. Gut. Ich werde. So. Dieses, kannst du noch aufstehen, oder? Ja, danke, danke. Nein, heute geht's noch. Ob's morgen noch geht, weiß ich nicht, aber heute geht's. Aber weißt du, was ist so lieb, gell, wenn man sowas findet aus der Kindheit? Ist ja, doch nicht schön. Ja. Das Barometer will zwar nicht recht, aber bitte sehr, ist mir immer noch lieber wie die Wettersatelliten und die Computer und wie dieses ganze Zeugs heißt. Das ist aber noch besser. Aber also, weißt du, ich bin ja immer schon für einen Frosch. Das ist das Sicherste. Ein Frosch? Wozu ein Frosch? Ein Frosch ist immer das Sicherste. Ach so, du meinst ein Wetterfrosch. Ja, aber in die Wohnung kann man nicht keinen Wetterfrosch legen. Du, apropos Frosch, weißt du, es gibt doch überhaupt keine Frösche mehr. Ich bin mit den Kindern im Sommer oberhalb von Bozen. Ist ein wunderschöner See, da sind wir ein bisschen spazieren gegangen. Und auf einmal waren dort Frösche. Stell dir vor, und Schwalben. Da wäre es gesagt, die Kinder kennen doch überhaupt keine Schwalben. Naja, also die Kinder kennen keine Schwalben mehr, aber vor der Hand sind es noch Kühe. Die Kinder von deinen Kindern werden wahrscheinlich nur die Kühe mehr im Zoo bezogen. Na komm, du hast was gefunden? Ich habe gefunden, ja, Draht, Zange, wenn alles du gefunden ist da. Hast. Moment, die Uhr habe ich gerichtet, ja, ist in Ordnung. Du, ich habe unlängst ein Feuilleton von Bolga gelesen über eine Uhr. Ja. Und er hat gesagt, jede Uhr geht eigentlich, wenn sie auch nicht geht, zweimal im Tag richtig. Ja, da sieht man, dass der Bolga auch schon lange nicht mehr lebt, denn...
nach den heutigen Uhren, weißt du, diese digitalen Uhren, geht nur mehr einmal im Jahr. Ganz richtig. Im Jahr, im Tag. Komm. Bist du, sagt sie mir andauernd. Und je öfter sie sagt, umso nervöser werde ich. Dabei ist sie selber so nervös. Das macht mich ganz nervös. Ja. Na, weißt du... Ach, Ernst. Wahrscheinlich liegt das jetzt an der Umstellung im Betrieb. Ja. Weißt du, bei uns wird ein neues Release in der EDV-Anlage installiert. Das braucht viel mehr Memory, sonst läuft es im Online-Betrieb zu langsam. Und die Response-Zeiten, die werden dann unerträglich. Ach. Nämlich bei jedem Release verbrauchen die Software mehr Memory und dann haben wir das Problem, wie wir... Ach, sag, ihr sprecht alles Englisch, gell? Ja. Naja, so beim Arbeiten. Das sind die Termine. Na gut. Das sind die Termine Technik. Sie sind das, weißt du? So ja, ja. In der Medizin, Lateinisch, ja, ja. Aber es ist interessant, und, interessant. Und du hast auch Englisch. Sowas von konzentriert zugehört. Na sicher, wenn so, mir mein Sohn was erzählt. So ja. Konzentriert. Das ist lieb. Das ist lange her, dass ich dich so konzentriert gesehen habe. Kannst du dich noch erinnern? Nein. Wenn du noch Schauspielerin warst, in Brünn. Ach so. Iphigenie. Du warst eine großartige Iphigenie. Aber ich war in einer Vorstellung drinnen. Ich habe das Gefühl gehabt, du liegst unentwegt auf der Lauer. Bis ich dann endlich erfahren habe, naja, das Soufflé war nicht im Kosten. Darum warst du gar so gespannt, konzentriert. Mein Gott, bist du dumm. Also erstens einmal, ich brauche das ja nicht zu betonen, ich habe nie einen Souffleur gefunden. Wirklich nie. Und weißt du, was damals war? Nein. Also ich komme auf die Bühne, ja. Ich soll reden, ja. Ich schaue hinunter ins Parkett und wer sitzt in der ersten Reihe? Er. Naja, und da habe ich einen Kloß im Hals bekommen. Nein. Und dann blieb mir das Wort im Hals stecken und das Herz, das habe ich da oben gespürt. Und warum? Weil ich so verliebt war in dich. Wirklich, dass man das alles aussprechen muss. Du beschämst mich. Komm. Ja, wir sind noch ein altes Liebespaar, was? Ja. Ich bin überzeugt, der Hilla ist es bestimmt nicht so leicht gefallen, wie du glaubst. Gell? Nein, sicher nicht. Wenn man den nicht Beruf leicht aufgibt, ich glaube, das kann man nie ganz überlegen. Ja, ja, ich habe gehört, dass man den Beruf angeblich so schwer aufgibt. Ich kann das nicht begreifen. Ich bin kein Schauspieler. Mhm. Du, Hilla, weißt du, von einem bin ich überzeugt. Na? Du musst wahnsinnig gut gewesen sein. Ach, du bist lieb. Ja, also schlecht war ich nicht, aber ich weiß nicht, ob ich ganz gut war. Ich glaube, sonst hätte ich den Beruf nicht aufgegeben. Nein, ich weiß nicht, ob für ich mich? Das... Ja, eben. Ja. Aber ich hadere mit meinem Schicksal, dass ich dich nie habe sehen können. Ja. Ja. Mein Gott, ich hätte auch was gegeben. Das möchte ich gern wissen. Hadern hin, hadern her. Macht's jetzt endlich diesen Adventkranz. Ja, mach her. Einen Adventkranz machen. Schau dir das an. Schau dir das an, wie du das abschiebst auf die andere. So, wenn ich das schon in der Hand habe. Die Elf ist so ein Lieb, weißt du. Mit so in meinem Franz Leben noch nie einen Adventkranz gemacht. Du bist Künstlerin, du schaffst das. Künstlerin, da muss ja nicht konventionell ja sein, weißt du. Ja, ich glaube, ja, wir stören hier nur. Ich habe das Gefühl, wir sind da völlig überflüssig. Es wäre lieb, wenn ihr gehen würdet. Ja, möchte euch nicht aufhalten. Also bitte, gute Arbeit, damit es ist so sehr Gast. Und wir trinken dann Cognac. So, was bringt zuerst diese Besen her und dann kann ich dir helfen? Ja, gib bitte. Weißt du, sind ein bisschen groß. Ich glaube, schneid sie hier aus. Warte mal, eine Schere brauche ich, ja. Aber wir brauchen eine ziemlich große Schere. Schau, hab eine. Gut. Ja, das. So. Ist so ungefähr in der Danke, Zeit, ja. Mein Gott, dass wir zweimal beieinander sitzen und irgendeine Arbeit in Ruhe machen, gell, das ist auch sehr. Ich finde es weihnachtlich. Mhm. So. Geht's dir gut? Jo, danke. Dir? Ja, auch so jo, danke. Hella. Hm? Ich würde dich gern was fragen. Frag mich. Es war jetzt ein bisschen schwer, weißt du. Manchmal ist es... Man glaubt, dass man irgendwas leicht ausspricht und wenn man es dann sagen will, dann... Nein. Glaubst du, dass der Ernst mich betrügt? Aber Elfi... Na, also ich muss sagen, du, nicht weil das mein Sohn ist, aber das halte ich für völlig ausgeschlossen. Ja, vielleicht betrügt er dich mit einem Computer, aber doch sonst... Na, aber Elfi... Nein, du, da lege ich meine Hand dafür ins Feuer. Also ich weiß, es ist wahrscheinlich ganz ungerecht, aber so unlängst... Unlängst war ich, weißt du, habe ich ihn besucht. Ja?
seinem Büro. Und ja. Der hat eine Sekretärin, sag ich dir. Sowas so. Von fesch. Also, aha, ich glaube, das sieht er gar nicht, du. Ja, ich weiß nicht. Ich häng so wahnsinnig an dem Ernst. Und ernt dich? Ich hoffe. Weißt du, der Gedanke, dass irgendein anderer Mensch in sein Leben kommt, das ist. Ich weiß nicht, früher habe ich nie an sowas gedacht und jetzt auf einmal kommt mir das manchmal so auf. Bist du ein bisschen eifersüchtig? Ich könnte es nicht aushalten. Gut, ich weiß nicht, ob das Eifersucht ist, aber. Unsicherheit. Ja, und vor allem der Gedanke, irgendwie ohne ihn zu sein, das ist unmöglich. Brauchst du nicht, nein, wenn ich dir das nur wegnehmen könnte. Du, das glaub, brauchst ich würde, du wirklich ich würde nicht. Auch mit so einem Menschen würde ich reden und würde ein Gespräch führen und würde sagen... Wie tätst du reden? Wie tätst du mit so einer Frau reden? Ha? Ich weiß nicht, ich würde wahrscheinlich erklären, wie es bei uns ist und... Mhm. Ach, gell, das würde ich eine viel leichtere Schulter nehmen. Ich würde sie einladen. Würde mit ihr so reden über alles Mögliche, ein bisschen oberflächlich, ein bisschen lustig. Dann würde ich sagen, hören Sie, wenn Sie schon so gemütlich da bei mir sitzen, könnten Sie mir nicht ein bisschen in der Küche helfen? Und ich glaube, dann kommt sie nicht mehr, weißt du? Ja, wirklich. Natürlich einladen die Leute. Reden mit ihnen. Nein, danke. Meine Wohnung ist viel zu klein für 25 Personen. Wir reden von 25, ich rede von einer. Also doch von einer. Wie? Nein, du hast gesagt, du redest von einer. Also infolgedessen weißt du von einer. Aber Elfi. Nein. Aber hör mal, dann hätte ich dir doch längst sowas gesagt. Ich habe ungefähr im Konjunktiv vielleicht, wenn es du wäre. Du hast soeben von einer gesprochen und das würdest du nie, wenn du nicht irgendetwas. Aber Elfi, ich bitte dich, beruhig dich. Ich komme gleich zurück. Nein, das ist aber wirklich kindisch was von hat. Dir. Elfi. Bitte, Hilla. Sag mir vor, Rauchfunker ist da. Bin schon ein glückliches neues Jahr nicht gefahren. Das sagen Sie. Wissen Sie, der wievielte heute ist? Heute haben wir den 6. Dezember. Und Sie kommen und wünschen mir ein neues Jahr? Das ist aber wirklich ein bisschen früh, finden Sie nicht? Ja, wissen Sie, Gefahr, bei meinem Kundenstück muss ich mal rechtzeitig anfangen. Der wollen wir nicht Anfang Dezember anfangen. Ich werde ja bis Weihnachten nicht fertig. Aha. Und schließlich möchte ich mir ja meinen Skiurlaub nicht verbotzen lassen. Oh, Skiurlaub ist wichtig. Das ist ein. Oder Gilde, darauf fange ich ja ein kleines Geschenk für dich. Dankeschön. So. Ich muss ja noch ein Kompliment anmachen. Ja, dass Sie das sagen, so. Dankeschön. Also für eine Französin, also sprechen Sie eigentlich sehr gut Deutsch. Sagen Sie, was für eine Französin? Ja, bitte, da steht doch Lafitte, ne? Das ist doch Französisch, ne? Aha. Sagen Sie, bitte, wie heißen Sie? Navratil. Navratil, aha. Und ich finde, für Navratil sprechen Sie fabelhaft Deutsch. Ja, sehen Sie, es ist genau dasselbe. Ja. Wir stammen von den Hugenotten ab, Sie stammen von irgendwelchen Tschechen ab. Ja, und wir haben uns in unserem schönen Österreich assimiliert. Hier gelingt es einem besonders gut. Wir haben uns mit. So dann nur mal alles Gute, Frau Professor. Na, nix, ich bin keine Frau Professor. Ah, nein, verzeihen Sie, Frau Doktor. Ja, das bin ich auch nicht. Mal bitte, da steht doch Doktor Lafitte. Ja, das ist mein Mann, der Doktor. Ah, der Herr Gemäuer ist Arzt, ne? Wieso ist der Arzt? Nein, ist er ein Doktor, ne? Ja, er ist Doktor der Jurisprudenz. Ah, der Prudenz, ja. So ist es. Ja, ist schade, ne? Weil ich hätte... Schade, dass er kein Arzt ist. Warum? Fehlt Ihnen was? Ja, ich hätte gerne noch vor Weihnachten einen Arzt konsumiert. Weil ich so ein bisschen mit den Füßen habe jetzt. Ne? Oh, ja. Na und wie ist das mit dem Skilaufen dann? Na ja, das ist der Ausgleich gefahren. Ah, das geht dann. Das geht dann. Mach mit, nicht? So, so. Darf ich verabschieden. Ne? Was haben wir denn da noch Schönes? Die Visitenkarte noch und noch einmal ein glückliches... Ja. Das Jahr. Gut, Franz! Geh, der Glücksbringer ist da. Komm mal einen Moment. Schau, der Glücksbringer. Herr ist da. Glückliches neues Jahr, Herr Doktor. Wieso? Jetzt wünschen Sie mir ein glückliches neues Jahr. Ich habe gerade eine Gefahr. Ich muss immer zeitlich anfangen. Es wird jetzt nichts mehr geschehen, Elfi. Alles Gute im neuen Jahr wünscht Ihr Rauchfangkehrer. Was fängt das jetzt schon an? Was sagst du? Das ist doch nicht zu glauben. Ich sag dir, diese Glückwünscherei ist ja eigentlich... So, Augenblick. Danke. Du, das ist aber... Na, was entschuldige. Hast du denn für einen Adventkranz? Du kannst das ja. Na, was weiß, habe ich auch nicht gewusst. Gott, so schnell machst du das. Weißt du, ich finde so viel Glück, kann man gar nicht haben, als die einen wünschen, gell? Ja, man braucht sehr viel Glück, gell? Mhm. Und wer einem alles Glück wünscht, ja, meine jetzt Herren. Ja, jetzt fängt das ja erst an. Und kaum hat man, glaubt, man hat es überstanden, dann kommen die, dann kommen die Heiligen Drei Könige. Jawohl. Ja.
Du, voriges Jahr haben die Derd nach Knoblauch gestunken. Ich habe 2 Stunden, da habe ich das Fenster aufmachen. Das ist ja furchtbar. Also Knoblauch esse ich gern, aber riechen ist furchtbar, ne? Ja, ja, die aus dem Morgenland. Wenn du einmal älter sein wirst, wirst du draufkommen, die schwierigen Phasen nehmen bei Frauen überhaupt kein Ende. Die sind immer in einer schwierigen Phase. Das ist ein wahres Wort und ein weises. Mhm. Wie so manches aus dem Munde meines Vaters. Ja. Ja, weißt du. Aber bitte dafür, wirklich nicht in schwierigen Phasen ist deine Elfi. Das ist eine vernünftige Frau. Die Elfi ist nicht in schwierigen. Nein. Hast du eine Ahnung? Du, schau, schon einmal durch diese Doppelbelastung. Mhm. Frau. Was heißt Doppelbelastung? Mehrfachbelastung. Frau, Mutter, Berufstätig. Ja. Sie geht doch auf in ihrem Beruf. Sie zerfetzt sich doch. Also ich komme vollkommen zu kurz. Ich bin ganz an den Rand gedrängt, muss ich dir sagen. Also die Elfi ist auch in einer schwierigen Phase, da muss ich dir widersprechen. Schau, es gibt da gewisse Symptome. Vielleicht wirst du mir sagen, das sind äußerlich. Achso, ja. Das sind Äußerlichkeiten, wirst du vielleicht sagen. Aber schau, eine Frau, die einen Mann liebt, ja, ist doch immer bestrebt, sich ein bisschen herauszuputzen, no, für ihn, sich schön zu machen, ja, sich hübsch zu machen. Na und? Was heißt na? No? Na, no. Entschuldige, also wirklich, die Elfi ist die best angezogene Frau, die ich kenne. Also? Na, ich merke das nicht. Nein? Nein. Ich sehe die Elfi in der Früh, da hat sie einen Schlafrock an. Dann sehe ich sie am Abend, wenn ich nach Hause komme, da hat sie denselben Schlafrock an. Moment. Also von best angezogener Frau? Moment. Ja? Wann siehst du sie in der Früh, wann siehst du sie am Abend? In der Früh sehe ich sie beim Frühstück und am Abend sehe ich sie, wenn ich nach Hause komme. Wann ist das Frühstück? Das Frühstück? Na, das ist jetzt zugegeben ein bisschen matinal, würde ich sagen. 6:30 spätestens. Aha. Und ja, da ist die Elfi dabei? Ja. Na, da kann ich dir nur gratulieren. Eine andere Frau möchte was pfeifen und die steht da nicht um halb... Moment. Bleibt schon wieder. Das ist das Telefon. Ja. Bei den diversen Klingeln, da kennt man sich kaum mehr aus. So, ja, ich komm ja schon. Lafitte, was? Du, Guido, wieso? Wieso bist du nicht hier? Wer sagst du, ist es? Onkel Guido. Ah, der Onkel Guido. Ja. Na, du, das ist doch schon deine Zeit, wo du sonst immer am Samstag bei uns bist. Wer ist es denn? Onkel Guido. Nein, na wirklich, ich verstehe gar nicht, was ist los? Warum bist du nicht da? Na, kannst du ein bisschen deutlich... Wer ist es denn? Onkel Guido. Verstehe ich nicht, das soll doch... Aber nein, du... Aber wieso? Ich sag doch nicht Onkel Guido zu dir. Warum sollte ich zu meinem Bruder Onkel Guido sagen? Also Onkel Guido, ja, ich weiß, ja, ist schon gut. Leiser? Nein, noch leiser darfst du nicht sein. Ein bisschen Wirbel hier, verstehe eh nichts. Du redest doch kein Wort. Ah, du bist heiser. Oh, ja. Wieso? Verkühlt. Na, wieso bist du verkühlt? Na, was, du warst als, weil man sich erkühlt. Du warst gestern als Niccolo? Bei wem warst du es, Niccolo? Der ist nicht zu retten. Ach, was bei den Freibergers? Na, die haben doch gar keine kleinen Kinder. Eine Krampusparty. Na, wieso warst du dann als Niccolo? Ach, wegen einem Kontrastprogramm. Na wirklich, die sollen sie im Fernseher auftreten, wenn sie ein Kontrastprogramm haben wollen. Frag ihn doch, ob er was braucht. Ja, ob du was brauchst, lass die Hilla fragen. Er soll im Bett bleiben. Ja, im Bett ist er eh. Ja. Na gut, also ja, er braucht nichts, er braucht gar nichts. Auch nicht zum Essen. Zum Essen, brauchst du was zum Essen? Nein, braucht er auch nicht, er hat keinen Appetit. Also Bussi. Ja. Bussi, also Bussi kann ich ihm geben. Baldige Besser. Ja, ein Kramperl-Tee möchte er. Naja, das soll er sich selber machen. Den kann er sich selber machen, ja. Also Guido ist in Ordnung, Servus Onkel Guido. Servus Guido. Naja, können wir ja machen. Es ist unglaublich. Du, bei uns, das ist heute ja so wirklich. Und entwegt Leute. Ich habe heute schon einmal das Telefon mit der Klingel verwechselt. Es ist am besten, einer von uns legt sich gleich hinter die Tür, damit man das erst mal. Ja, dann schlage ich vor, das wirst du sein, ja? Das bitte schön, Moment, aber zuerst gleich schauen, wer es ist. Ja, bitte schön. Ah, bitte sehr. So. Ja, grüß euch. Ja, sorry. Es wäre aber nicht notwendig gewesen, dass ihr euch anstellt, um mich zu begrüßen. Wir haben uns nicht angestellt, um dich zu begrüßen. Sei nicht so frech und grüß schön. So ist es. Du benimm dich ein bisschen, blamier uns nicht. Ja, wieso bist denn du schon mit? Man glaubt, dass deine Erziehung genossen. Ich meine, normalerweise wäre ich noch später kommen, aber ich bin der Lehrerin ausgerückt. Was für eine Lehrerin? Ja, der hat jetzt Gitarreunterricht. Oh, so zu lernen, der Gitarre. Er will Protestsänger werden. Ja, Protest? Aber das ist doch überhaupt nicht mehr in, wie ich erfahren habe. Jetzt ist doch die weiche Welle, die Softwelle. Klavier soll er spielen lernen, so wie der Kleidermann. Ja. Der Kleidermann war mir so schön. Ballard pour Adeline. Ja. Das ist sehr unpraktisch. Klavier,
für Protestmarsch, weißt du, das ist ja. Außerdem schwer. Muss ich dir sagen, bis der Klavier spielen kann, ist die Softwelle fürchtig schon wieder vorbei. Komm, aber mir spielst du einmal einen Song vor, ich möchte es hören. Du, das dauert aber noch lang, weil ich, erstens einmal kann ich noch nicht so viel und zweitens einmal dauert es, bis ich Ideen habe. Ich bin einfach nicht sehr einfach. Pass auf. Du hast mir schon mal erklärt, aber was heißt das? HAC? Das heißt Le Havre Athletic Club. Vornehm, Le Havre Athletic Club. Ich hätte geglaubt, es heißt Hütteldorfer Athletic Club, aber bitte. Ja, wenn du aber so weit bist mit diesem Song, und war, wenn du also als Liedermacher, und war, weil Liedermacher hat mir eh noch in der Familie gefehlt, dann bitte sagst du es mir, und ich bin dann an diesem Tag, selbstverständlich, da fahre ich weg. Was ist denn? Ach so. Vorsicht ist die Mutter der Weisheit. Na, also was ist? Oh, jetzt werdet ihr alle schauen. Na? Ja. Bitte. Yeah, die Niki und ihr Schuft. Ja, sag doch mal, ich hab geglaubt, du bist böse. Nein, das ist nicht böse, aber wir waren in einer grundsätzlichen Frage, da waren wir also entgegengesetzter Meinung. Ja, und dann hat der Heinz nachgegeben. Dass sie nicht recht gehabt haben. Was? Ich? Du hast nachgegeben. Das ist, warum hätte ich nachgegeben? Ich war ja völlig in Recht. Das heißt, ich habe es dir erklärt und du hast ist nach langer Zeit wieder meine wahr? Sache. Also gut, das ist eine solche Lächerlichkeit, dass man überhaupt nicht darüber reden kann. Lächerlich war es eigentlich nicht. Immerhin hast du mich angelogen, nicht? Also, was heißt, ich habe mich angelogen? Ich habe mich geirrt. Ich habe mich geirrt, das kann doch passieren. Ich habe gesagt, es war 12 und es war 11 und ich habe es nur, weil ich es verwechselt habe. Wechseln. Haben sich auf Englisch verabschiedet. Wie heißt das? So was. Oder Französisch war es. Also. Wir regen uns auf. Das heißt, du hast ja nicht aufgehört. Nein, naja. Bei sowas prinzipiell nicht aufgehört. Kinder, geht's ein, ich mach dein Kaffee. Bitte sehr. Kann ich dir helfen, Mila? Nein, danke dir sehr. So, also okay, also, komm her. Also der Tommy ist da. Die Niki war da. Jetzt sag mal noch, was ist mit deiner Kleinsten, mit der Tina? Wo ist ja, die Tina, die hat Tanztraining heute. Ja, die haben irgendeine Aufführung. Die haben jetzt, ich glaube, am 21. Ja, aber ich bitte dich, schau das an. Jetzt ist es drei Viertel vorbei. Die müsste doch schon längst da sein. Warum kann das Kind nicht pünktlich sein? Du darfst nicht sagen, dass sie unpünktlich ist. Sie hat gesagt, dass sie vielleicht noch zu einer Freundin geht. Und wenn sie das sagt, ist sie nicht unpünktlich. Zu einer Freundin geht schon wieder? Schon wieder geht's zu einer Freundin? Na, dann sicher wieder dichten. Da dichten sie wieder an den Mond und solche Sachen. Was hast du dagegen? Na, die sind so kindisch. Nein, das ist nicht kindisch. Sie hat unlängst ein Gedicht gemacht, das so hübsch war, so freudig. Damit wir nehmen dich ja auch ernst. Und deine Gitarre, deine Songs und so, wir nehmen es ernst. Gut, das ist ein anderer Stil, eine andere Ausdrucksweise, aber kindisch. Also ich interessiere mich nicht dafür, ehrlich gesagt. Ich interessiere mich für Fußball. Ja. Übrigens, Fußball, heute spielt doch Österreich-Albanien. Hat schon gespielt. Und weißt du, wie es ausgegangen ist? Nein, ich will es ja gar nicht wissen, Herr Zeit. Du willst es nicht wissen. Du willst es auch nicht wissen? Nein, um Gottes Willen. Willst du es auch nicht wissen? Aber kannst du sagen, ich habe den Dir sag ich. Also bitte, halt die Ohren zu. Also pass auf. Österreich, Albanien. Was sagst du jetzt? Ist es wahr? Ja. Gegen Wartisch. Also ich habe nicht zugehört. Aber ich sag das. Nein, bitte sag mich nicht. Du musst es wissen. 8:0 für das Albanien. Das ist der Blödsinn. Also wie ist es jetzt wirklich ausgegangen? Da werde ich was sagen. Ich werde das nicht verraten. Wenn es dich interessiert, schaust du morgen zu, es wird übertragen. Na, das kann ich nicht. Wir schauen es. So, und jetzt bitte, also, was ist mit dem Adventkranz? Wo ist der? Entschuldige, ohne Kerzen kann man keinen Adventkranz fertig machen. Ja, aber ich wäre ja schon froh, wenn wenigstens... Nein, das ist nicht aus. Entschuldige. Aber nein, bleib da, die Hilla liegt jetzt hinter dir. Tag, Frau. Grüß Sie Gott, Herr Nowak. Na, was ist denn eigentlich mit unserem kaputten Lift? Steh, Mira. Nein, kommen Sie rein. Mira, ja. Grüß Sie Gott. Frau, der Lift. Na, was ist mit dem? Der geht wieder. Wie eine Rakete. Er geht wieder. Ich bin der Geschichte gekommen. Ich wollte Ihnen nur sagen,
Ja? Es tut mir furchtbar leid. Es tut Ihnen wegen der Geschichte. So. Aber Sie werden verstehen. Ich war beim Zahnarzt. Aha. Der Fünfer links oben, ein Martyrium. Und Sie haben eine kleine Narkose bekommen, nicht? Ja. Ich glaube, mit einem Alkoholgemisch. Ne? War da nicht ein bisschen was drin? Ach, ne Frau. Ich wollte nur sagen, dass mir furchtbar leid tut. Und da wollte ich Sie bitten, dass Sie auch den Herrn Professor auch sagen, dass mir furchtbar leid tut. Ich sage es Ihnen. Aber der Lift geht. Und wegen dem Fuchs Bar wollte ich nur sagen, na, jetzt habe ich es. Na? Eine kleine Überraschung. Für mich? Wenn Sie erlauben, wenn Sie erlauben. Ach, Herr Nowak, Sie haben ja keine Ahnung, wie mich das freut. Ich weiß gar nicht, wie mir revanchieren soll. Das ist aber wirklich reizend. Na, meine Frau, hört zu, wenn ich ehrlich bin. Ja, wie ist das? Das war ja so. Ja. Die Neubauer unten leid gestern bei mir und sagt zu mir, sie verreist nach Mistelbach zu ihrem Schwiegersohn. Die Liebe. Na, der wird auch frei. Der wird's, glaube ich. Verreist nach Mistelbach und gibt mir den Kranz. Ach, der. Und jetzt stehe ich da mit zwei Grenzen und Sie wissen, wie ich mit den Parteien im Haus bin. Nicht so. Sie sind mir relativ die Liebste. Wirklich? Wirklich? Relativ bin ich Ihnen die Liebste. Und jetzt habe ich mir gedacht. Also, in dem Sinn habe ich mir gedacht. Danke Ihnen sehr. Bitte, meine Frau. Meine Frau, alles Gute. Auf Wiedersehen. Ah, hoppla, hoppla, Vorsicht. Verzeihung, meine Frau. Vorsicht. Geht schon, geht schon. Ja. Ah, meine Frau. Zwei Kerzen anzünden. Natürlich. Zweiter Advent. Ja, ich werde dran denken. Und der Herr Gemahl, gell? Ja. Schöne Grüße. kommen Sie gut nach Hause. Danke, ja. Danke. Hoffentlich kommt er gut so aus. So. No, na, was ist los? Wenn ihr wüsstet, was ich jetzt für eine Überraschung für euch habe. Für seine Überraschung, für eine Überraschung. Ja. Yeah. Nein. Hier, der ist also, das schön. Ist das was, wie die Elfi, ja, Elfi das gemacht hat? Ist das nicht fabelhaft? Aber die also, Elfi hat das gemacht. Ich habe nicht gewusst, dass sie das zusammenbringt. Nicht wahr? Na ja, das reizt sich. Na, also gut. Das ist doch schön, na, dann werde ich gleich einmal diesen Kranz anzünden. Du willst den anzünden? Ja, warum nicht? Na, heute ist doch Samstag. Na gut, du, am Sonntag sind wir aber alle nicht da. Also daher werde ich ihn schon am Samstag anzünden. Das ist doch kein Ort. Du, Entschuldigung, was heißt das? Ist kein Ort, das ist kein Ort, dass du sagst, das ist kein Ort. Wirklich, du, manchmal ist er, ich glaube, das ist das Alter. Ja, natürlich, das ist natürlicherweise das Alter. Was denn soll es sein? Nein, ich verbrenne mich nicht. So, erledigt, bitte sehr, gib mir ein bisschen. Du, der ist einfach fabelhaft gelungen. So, leid schon wieder, Herr, geht bei uns zu. Ach Gott. Meine Tina, na sag mal, du kommst ja so spät, mein Kind. Was ist denn los? Aber das ist wegen meiner Freundin. Ja. Bei der dauert es doch immer so lang. Und ich war vorher noch im Ballett. Na sowas. Komm, zieh dich aus und komm rein. Was hast du denn da Schönes für mich? Ah ja, ist das habe ich fast mich vergessen. Ja. Ich hätte Barbara Zweige mitgebracht. Dank dir viel. Und den musst du ins Wasser stellen. Ja. Und zu Weihnachten gehen sie dann auf. Und da geht ein großer Wunsch in Erfüllung. Na, das will ich auch. Ich habe aber auch was für dich. Einen Moment. Kind, ich weiß, du bist natürlich schon viel zu erwachsen für so was Kindisches wie einen Krampus, aber das, was drin ist, schmeckt sehr gut. So, da hast du es. Danke. Und bist schon rein, gell? Ja. Komm gleich nach. Sie haben Gefahr? Also jetzt träume. Frau Vergerest. Ja, sagen Sie mal. Ja, so, eine Frau? So, wieso wohnen Sie da? Ja, aber da könnte ich Sie eigentlich auch fragen. Sie waren doch schon einmal da. Da kommen Sie einen Monat zu früh und dann gleich zweimal hintereinander. Ja, entschuldige. Das ist gar nicht der Ernst. Und da lässt man jeden Stockwerk, da lässt man überall Lafitte. Da unten wohnt der Lafitte, so haben wir gedacht. Ja, sowas, da habe ich mir jetzt. Unten wohnt ein Lafitte, das ist mein Sohn. Ah, der Herr. Ah, der Herr Sohn, da habe ich mich jetzt vertan. Da bitte ich tausendmal um Entschuldigung. Sagen Sie mal, wie viel Cognacs hat Ihnen denn mein Mann eingeflößt? Na ja, einen. Aber es war ein großes Glas und den habe ich bis zur Neige, habe ich ihm, auf das Wohl des Herrn Gemahls, gelehrt. Aha. Ja, also jetzt auf Wiederschauen, gell? Auf Wiedersehen. Alles Gute, Herr Fregoli. Ja, zuerst mal. Sie wissen? Ich weiß alles. Oh. Oh, pardon. Oh, Verzeihung. Ja, also noch einmal, alles Liebe, auch ein Hergeboy. Wiedersehen, danke. Mein Gott.
Was ist denn schon wieder? Da schaust du was. Ja, entschuldigt, Hinweis, habt ihr was vergessen? Oder wie ist das? Nein, aber die Nick hat das Gefühl gehabt, dass sie sich zuerst nicht sehr ordentlich benommen. Also, du ja, also hast ich gesagt, dass das Gefühl, nicht, dass du nicht... Nein, also wir beide hatten das Gefühl, dass wir vorhin, und weil wir uns so hinweggeschlichen haben... Das kann man wohl sagen. Dürfen wir bei euch einen Kaffee trinken? Ja, die lange Vorrede war gar nicht notwendig. Zieht euch aus und geht's rein. Das ist gut. So. Ich werde euch ansagen. Also, was ist denn? Ja, was ist jetzt wieder hin? Das Lachen, es gibt noch eine Überraschung. Was? Nein. Noch eine Überraschung? Also, heute überschüttest du uns wirklich mit. Was ist das? Na, einen Moment. Das wird gleich soweit sein. Aber nein. Ja. Der Herr Wiedenbeckner, das ist ja reizend. Na bitte, kommst du weiter, so friedlich. Das war eine gute Idee. Wir kommen noch nicht mit leeren Händen, aber ich sehe gerade, das ist... Schön. Oh, noch ein Adventkranz. Ja, jetzt haben wir zwei. Jetzt musst du doch eigentlich ganz glücklich sein. Ja. Aber bitte, setzt euch doch nieder, nehmt Platz. Herr Windeck, wieso sind Sie da? Sie haben doch heute einen Verkaufssamstag. Ja, an sich schon, aber ich bin schon um fünf weg, weil die Geschäfte gehen nicht so. Aber nein, ist in der Buchhandlung jetzt vor Weihnachten? Ja, es kommen hauptsächlich Seeleute. Seeleute? Ja, die kommen und sehen sich die Bücher an. Stundenlang und dann gehen sie wieder weg und kaufen nicht eines. Ja, Moment, wir lassen ja völlig verhungern dort die arme Dina. Na, Dina, also komm, spiel, was spielst du uns? Ja, lass ihn rieseln. Das Repertoire ist noch nicht sehr groß. Das ist doch eine Virtuose. Eine Woche. Bravo, Pina, wunderbar, wie du das gemacht hast. Also wirklich ein reines Vergnügen. Wie lange lernt sie schon? Eine Woche, also das klingt wie eine Virtuose. Wir hören es auch 20 Mal am Tag, nicht? Ja, üben muss die Kleine. Ja, na was du, mein Lieber. Hallo, Tommy, wach auf. Na, also wann ist die Übertragung? Um 10:30 steht da. Um 10:30? Ja, na gut, also bitte, dann könnt ihr also um 10:30. Dieses 8:0 könnt ihr dann also... Schauen wir uns an. Ich ruf dir noch an. Das riecht bei den Stuhl. Moment, was soll riechen? Na, hier stinkt's doch. Was tut's? Entschuldige. Hier riecht es nach Weihnachten. Entschuldige, vielmals. Ja, hast recht. Na, Moment. Stinkt nicht. Oh ja, nein, es stinkt. Nein, es ist aus der... Herr Wendek, wieso noch was? Ja. Das ist wie wenn jemand alte Socken. Da kommt so Moment. Alte Socken, mir schwant Fürchterliches. Was ist denn? Das wird der Heidelbeerkuchen sein. Nein, mach mich nicht unglücklich. Das haben wir keinen Kuchen. Nein, dafür glaub ich zwei Adventkränze. Ja, aber das ist ja doch kein Alternative. Cassandra ist schon da. Na, was ist los, Hila? Ich habe vergessen, die Oberhitze zu drosseln. Zu drosseln? Das hat man noch gefehlt, dass ich mir jetzt auslöst. Nein, entschuldige vielmals, es ist furchtbar, wie das jetzt ausschaut. Nicht böse, aber du hast so schön gesagt, drosseln, weißt du, wie ich vergehe jetzt. Wie schaut er denn aus? Ja, wie schaut das aus? Die Heidelbeeren wie schwarze Bämmer. Das ist Kaviar, du hast das Absicht. Du, Moment. Ja, was ist? Was brauchen wir? Einen Heidelbeerkuchen? Wir wollen uns jetzt lieber zuwenden geistigen Genüssen. Gib mir einen Kaffee. Es ist nämlich gleich ist es 18 Uhr und da werden wir schauen, 2x7, was wir in der nächsten Woche zu sehen kriegen im Fernsehen. Das ist ein geistiger Genuss. Na, das glaube ich. Na, so. Gut, wir werden uns eigentlich... Na, Moment. Wahrscheinlich wieder so eine Fernsehfamilie. Ich bin aufgeregt. So. Naja. Jetzt vor Weihnachten tun sie es ja mit diesen Fernsehfamilien direkt überschütten. Ja, das hat so Adventcharakter. Ja, aber Familien Weihnachten steht vor der Tür, das Fest, wo man so gerne gut isst. Ja, eben, aber es gibt ja nichts im Moment. Ich höre, Vicky, du seist eine so fabelhafte Köchin. Ja. Makrobiotisch noch dazu. Was ist im Jänner komme ich.